Ich hätte, sage ich mal, das umgekehrt, damit Sie die Relation richtig verstehen. Ich hätte nie im Leben so viel Demeter gekauft, wenn ich nicht durch die ganze Entwicklung etwas verunsichert wäre. Und da muss man auch drüber reden, um das zu korrigieren. Man muss aber auch immer dazu sagen, stellt euch mal vor, das ist schon Bio. Was glaubt ihr erst, was bei den anderen los ist? Und Sie waren mit Ihrem Sohn aber schon auf Brodowin. Oh ja, wir waren dort und wir haben auch mal am Anfang bei unserem kulinarischen Kino Produkte von Brodowin gehabt. Ah, ja. Und die haben ja auch so eine schöne Anlage. Aber das mit den Hörnern, das fand ich sowieso schon immer unmöglich, dass man Kühen die Hörner abhaut, nur wegen der EG-Richtlinie und weil diese Stelle, weil die so eng aufeinander stehen in den Stellen, dass sie sich verletzen. Wenn die da rumlaufen wie Kühe, dann verletzen die sich auch. Ja, das ist, aus meiner Sicht ist das ein schönes Beispiel, wie wir heute auf die Dinge gucken, weil das Horn benutzt die Kuh auch sozusagen als Kommunikationsinstrument. Ja. Die Kühe sehen ja relativ schlecht und das heißt, wenn die den Kopf senkt oder hebt, dann wissen die anderen Kühe, was will sie jetzt eigentlich von mir? Und dafür brauchen sie aber Platz. Und wenn man ihnen Platz lässt, dann verletzen sie sich mit Hörnern eigentlich weniger. Ja. Und was machen wir? Wir sagen, Hörner weg, sind gefährlich, weniger Platz und dann rammen sie sich halt gerade gegenseitig. Der Irrsinn, und das hat was mit der Fleischproduktion zu tun und das hat etwas zu tun mit kapitalistischen Produktionsweisen, weil das Tier und natürlich auch die Pflanze, aber das Tier ist nichts anderes als ein Produkt und ein Objekt, auf dem man Mehrwert kreiert. Und es hat mit dem Tier nichts zu tun, es hat auch mit dem Grashalm nichts mehr zu tun. Es ist ein Objekt, um Mehrwert zu schaffen. Und das sieht man bei Monsanto, das sieht man an den Banken, die waren Termingeschäfte mit den Ärmsten der Armen machen, das sieht man an Landgrabbing, das sieht man an der ganzen Perversion der Fleischwirtschaft, die so viel produzieren, dass das meiste jetzt exportiert werden muss und dann noch in Ländern wie in Afrika, um dort noch die kleinste Landwirtschaft kaputt zu machen. Mit dem billigsten vom billigsten Formaldehyd-Hähnchen oder was jetzt kommt, das Chlorhähnchen noch bei Tipp. Wir haben jetzt gerade eben dann gearbeitet, wie kommen wir zu einem anderen Miteinander zwischen den Handelspartnern, haben Kriterien der Zusammenarbeit definiert, so Sachen wie Augenhöhe, Transparenz, regelmäßige Kommunikation. Und wir wollen, dass das jetzt zum Gegenstand der Jahresgespräche wird zwischen den Handelspartnern, um da sozusagen ein Stück weit Bewusstsein zu schaffen und einfach zu einem anderen Miteinander zu kommen. Und auch diesen Demeter-Gedanken eigentlich auf die Wirtschaftsebene reinzutragen, nicht allein jetzt Richtlinien für die Erzeugung und die Verarbeitung, sondern auch auf die soziale Ebene. Und bei den Landwirten gibt es das schon länger, das ist auch so eine Besonderheit. Aber ich finde es schon beeindruckend, wie weit Sie den Fächer gleich aufgemacht haben, mit wie vielen Stichworten, die uns natürlich alle beschäftigen. Ja, bei mir ist es ja eigentlich ganz witzig, dass ich bin ja eigentlich auch ein Städterkind. Und frage mich immer, wie bin ich eigentlich zur Landwirtschaft gekommen? Und das Interessante ist, dass eigentlich mein Vater schon Bauer werden wollte. Aha. Und als ich dann ein junger Kerl war, dann dachte ich immer, Filmregisseur, das wäre eigentlich ganz toll, aber das war so weit weg. Und also für mich einfach eine Welt, zu der ich keinen Zugang hatte. Mhm. Aber jetzt will mein Sohn Filmregisseur werden und dreht mit Eifer Filme, genau. Aber ich finde, mit Film ist eigentlich wie mit dem Essen. Also da kann man sich nicht auf ein Lieblingsprodukt oder so festlegen, weil es ja so unterschiedlich auch ist. Es sind so viele unterschiedliche Ansätze, die auch alle irgendwie ihre Berechtigung haben. Es geht um Vielfalt, denke ich auch. Mhm. Wir zeigen immer noch irgendwelche Filme, die man eigentlich am liebsten nicht zeigen möchte oder die man eigentlich nicht sehen möchte. Und das ist schon wichtig, aber für uns ist auch, haben wir auch auf unser Plakat mal gedruckt, Diversity, also Vielfalt ist für uns auch eine Kategorie. Mhm. Toleranz ist für uns eine Kategorie, aber Vielfalt ist Diversity. Und ich glaube auch, dass das philosophisch gesehen und ganz praktisch auch in der Landwirtschaft oder in der Natur, also wenn wir Monsanto folgen, dann werden wir so aussehen wie die Zombie-Pflanzen am Schluss. Wenn sich eine Firma anmaßt, in den Schöpfungsprozess, sofern es ihn gibt, aber in den Schöpfungsprozess einzugreifen, und das tun sie mit Zombie-Pflanzen, indem sie Zombie-Saaten, indem sie eine Pflanze entwickelt haben,
die nach der Ernte einfach abstirbt, damit sie beim nächsten Mal wieder Profit machen können. Und das verkaufen die den armen Indern und Afrikanern, die die Welten natürlich nicht mehr verstehen. Denn wenn es was gegeben hat, dann war es Samen in der Welt vom Menschen oder von Tier oder von der Pflanze, was die Welt weiter bewegt hat. Und diese Firma maßt sich an, die Weltherrschaft des Copyrights für Lebensmittel und Samen zu bekommen. Patente. Das muss ich sagen, das ist ja nicht mal im Filmgeschäft gelungen. Ich muss sagen, also ich stimme Ihnen damit in allem zu, aber gleichzeitig ist das ja eine unserer größten Erfolgsgeschichten, die wir hier haben, dass es uns gelungen ist, in einer Einigkeit zwischen Verbrauchern, in der Zwischenzeit auch die großen Lebensmittelhändler, Edeka, Rewe und so weiter, die auch auf das Boot aufspringen, aber auch die ganzen Umweltverbände, Ökoverbände, dass es uns gelungen ist, bis heute eigentlich die Gentechnik aus Deutschland draußen zu halten und aus weiteren Teilen von Europa. Das ist auch ein Erfolg der Bewegung. Und wenn ich mal denke, mit wie wenig Geld wir agiert haben, also ich weiß es so ein bisschen, weil vom Dachverband der Biobranche aus das ganze Netzwerk koordiniert wurde. Also mit wie wenig Geld wir da agiert haben gegen diese mächtigen finanzstarken Konzerne und wie erfolgreich wir da letztlich waren. Also das macht auch Hoffnung, dass man als Zivilgesellschaft doch auch was bewegen kann. Dass die Esser weniger Lobby haben als die Produzenten, wie Michael Pollan immer so schön sagt, lebensmittelähnlicher Produkte. Und das hat einfach was mit dem Lobbyismus zu tun, das hat einfach was mit dem Markt zu tun, wo wir uns drin befinden. Das ist einer der höchsten Märkte, auch übrigens einer der höchst subventioniertesten Märkte, das ist ja auch interessant. Ja, ja, und mit einem wahnsinnigen Druck auf die Preise auch. Also ich meine, man muss ja nur ins Nachbarland Frankreich gehen. Da hat Essen eine völlig andere Stellung. Da gibt es wirklich interessante Parallelen. Also wenn ich jetzt die Berlinale sehe, die ja als kleines Festival im Prinzip gestartet ist, heute eins der Top 3 und sich profiliert hat über den Qualitätsansatz. Yeah. Also das ist für mich Markenzeichen. Ist ja bei uns eigentlich ganz ähnlich. Ja, wir sind wirklich klein gestartet, sind auch, während Bio gewachsen ist, ein bisschen klein geblieben und sind heute, also es gab jetzt neulich eine Umfrage, Lieblingsmarken der Deutschen, klar, on top Adidas oder sowas, aber unter den Top 50 ist Demeter. Und ich kann nur hoffen, dass auch unser Landwirtschaftsminister und Verbraucherminister und dass auch die Politiker irgendwann mal einsehen, dass man sehr, sehr viel Geld sparen kann, wenn die Leute richtig essen. Und dass man nicht immer denkt, wir korrigieren das schon, wenn 40% der Bevölkerung Diabetes B haben. Ja, ja, und immer jünger. Das kostet immer die Symptombekämpfung. Ja, immer die Symptome bekämpfen, statt von vornherein das anders zu machen. Und da ist wirklich ein Appell an die Politiker, müssen wir da richten. Denn die können vieles, vieles regeln. Und wenn der Biolandbau den Bach runtergeht, und das nur den osteuropäischen Ländern und China und sonstigen Leuten überlassen wird, wo es keinerlei Standards gibt, die man wirklich überprüfen kann, dann muss ich sagen, geht die Sache ziemlich den Bach runter. Und ich hoffe, dass uns das nicht passiert.